Das kann gar nicht sein, da steht... Hä? Okay, jetzt wird's echt ein bisschen merkwürdig. Das Auto hier ist nämlich auf mich registriert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Also irgendwas läuft hier in Los Santos mit der Autoware ganz besonders falsch. Was ist jetzt halt nur die Frage? Dürfen wir jetzt hier die Baustelle absuchen? Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR hier auf meinem Kanal. Wir haben direkt auch schon einen Callout reinbekommen und zwar wurde uns ein merkwürdig parkendes Auto gemeldet. Ich frage mich, wie man darauf kommt, dass ein parkendes Auto merkwürdig ist, aber ich würde mal jetzt auf dem schnellsten Weg hier dahin fahren. Ich hoffe mal, es geht nicht um ein Auto, wo jetzt Hasenohren dran sind oder so. Ein pinkes Auto. Ja, hier schon mal nicht. So viele Parkmöglichkeiten sind hier ja gar nicht, wie ich sehe. Die Durchfahrt hier vielleicht noch. Aber hier ist auch nur ein Grün. Nee, das hier ist, glaube ich, gemeint. Das müsste pink sein, ja. Weiß ist es nicht. Okay. Jetzt weiß ich, warum merkwürdig. Wir machen mal eine Halterfrage. F620. So, wem gehört denn das? 4, 6, Edward, Edward, King, 5, 7, 2, a possible stolen vehicle. A traffic violation. Hä? A traffic violation. Proceed with caution. Das kann gar nicht sein, da steht... Hä? Okay, jetzt wird's echt ein bisschen merkwürdig. Das Auto hier ist nämlich auf mich registriert. Ich habe doch die richtigen Halterfahr gemacht. Doch, ja, hä? Das ist auf mich registriert. Es ist gestohlen, es hat keine Registration und die Versicherung ist abgelaufen. Ich glaube, wir haben hier in Los Santos jemanden, der mich nicht persönlich mag. Da ist ja ziemlich blöd gelaufen, dass ich den Einsatz hier bekommen habe und nicht einer der Kollegen. Weil das hätte ja böse ausgehen können. Aber hier wurde die Scheibe eingeschlagen. Irgendjemand hat dieses Auto hier einfach geklaut, keine Registrierung, keine Versicherung, auf mich registriert, wie auch immer das funktioniert, und ich soll dafür dann die Strafe bekommen. Aber so nicht. Das ist hier nochmal gut gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie das gemacht wurde, aber okay. Können den Einsatz damit beenden und damit direkt zum nächsten übergehen. Und da ist auch schon. Oh. Zum Glück passe ich hier super durch. Ich habe nämlich über Ostern überhaupt keine Schokolade gegessen. Da wären wir auch. Wir müssen, glaube ich, hier runter. Ja, chill. Ja, finde ich auch, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, darf ich mich mal ducken? Moment mal, der hat auch eine Waffe. So, stehen geblieben oder ich schieße. So. Wir rufen direkt Kollegen. Schön auf den Boden legen. So, sie sind hiermit vorläufig festgenommen. Was mich verwundert, die Bauarbeiter sind jetzt erst losgerannt. Ah, wahrscheinlich haben die jetzt gerade die erste ihre Waffen gezückt. Ich sehe es nicht immer direkt auf den ersten Moment. Was sie hier verloren haben, wird mich eher mal interessieren. Wahrscheinlich hat auch einer von den Bauarbeitern hier uns alarmiert, die Notrufzentrale. So, einmal einsteigen bitte. Wie sehr hat der hier wahrscheinlich hier auch noch ein
paar Tabletten genommen, die jetzt nicht so legalisiert sind. Und ich hab da, ich glaube, der andere hat einen Schuss auf mich gegeben. Okay, dann ist umso wichtiger, den anderen noch zu finden. Und dann los. Der kommt direkt auf uns zu. Okay, den zerschießen wir dir. Stopp, 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 stopp. Schön aussteigen. Raus hier. Und, oh, okay. Oh! Zum Glück habe ich eine schusssichere Weste. Auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Schön die Waffe weglegen. Sie sind hiermit auch vorläufig festgenommen. Oh, und in die Schusswaffe. Ey, Moment, Moment mal. Warum steigen die jetzt aus dem Auto aus? So, ich rufe hier direkt mal einen Transporter für die beiden Herrschaften. Die brauche ich nicht in meinem Wagen. So. Ey, wo ist denn hier der Abschleppwagen? Hier, 10-mal muss ich ja scrollen. So. So, den Herrn nehme ich auch erstmal hier rüber mit, weil die Kollegen, so wie es aussieht, kommen die? Ach nee, die kommen ja da. Okay. Dann lassen wir das hier erstmal so stehen. Hier brauchen wir auch nochmal einen Abschlepper, weil die Leute jetzt keinen Bock auf ihre Autos haben hier. Und einen Schuss haben wir auch abbekommen. Na gut, dann würde ich auch nicht bei offenem Dach drinnen bleiben. Gut, da werden wir auch so weit hier durch. Die Kollegen kümmern sich darum und ich habe ein kaputtes Frontglas hier. Hier wären wir direkt beim nächsten Einsatz auf der Autobahn. Hier hinten ist eine Person, die wir überprüfen sollten, aber ich finde jetzt hier nichts genau. Und ich habe gerade von der Dienststelle durchbekommen, dass ein grünes Auto gemeldet worden ist. Aber an der Position hier ist überhaupt nichts. Das ist sehr komisch. War es jetzt hier nur ein Fake-Anruf oder... Moment, was ist hier oben? Ich schau mal oben nach. Wir haben das Auto noch nicht ganz lokalisieren können. Deswegen, dass wir uns hier in der Umgebung mal umschauen. Mach mal mein Blaulicht aus, dann fallen wir nicht so auf. Das ist nicht grün. Hier soweit auch nichts. Okay, was steht da hinten für ein Auto? Was ist das? Ist das grün? Das ist der grüne. Der ist gesucht. Der müssen wir mal eben fixen. Hier scheint aber soweit keiner drin zu sitzen. Okay. Wer hat da gehustet? Wahrscheinlich hier ein Obdachloser. Mike Rogers. Okay, dann machen wir mal eine Halteabfahrt vom Mike Rogers. So. Mike Rogers. Gibt's nicht. Ja, selbst nicht bei Roller. Das ist hier echt merkwürdig. Aber jetzt würde ich mich ja echt interessieren, wer hat uns das gemeldet? Also irgendwas ist heute komisch. Wir finden erst ein Auto, das auf mich registriert ist. Illegal, jetzt finden wir hier ein verlassenes Auto, was uns gemeldet wurde. Und niemand ist hier, dem es gehört. Die Person, die es angeblich gehört, die existiert überhaupt nicht in unserer Datenbank. Also irgendwas läuft hier in Los Santos mit der Autoware ganz besonders falsch. Was ist jetzt halt nur die Frage? So, hier am Donutladen. Ne, am Chili-Haus. Donutladen. Alles, was ein Loch hat, ist ein Donut. Oh, okay.
Oh, Moment, 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 Moment mal. Oh, was rennt denn mir jetzt vors Auto hier? Schön, hallo. Nein, 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 schön liegen bleiben. Ohne auf dem Boden hier. Ja, ja, was machen sie denn hier? Soweit ich sehe, ist das hier abgesperrt. Und ich glaube, sie haben hier nichts zu suchen, wie es aussieht. Kann natürlich sein, dass sie zufällig hier reingelaufen ist. Aber an Zufälle glaube ich hier schon lange nicht mehr. So. Mrs. Jackson. Sie sind zufällig nicht die Frau von Michael Jackson. Ein Lockpick, okay. Also... Ja, also das können ja gleich sich die Kollegen mitnehmen, wenn sie schon mal da sind. Also ein Lockpick und dann hier drin aus Versehen eingesperrt sein, naja, ich weiß ja nicht. Okay. So, das Ganze machen wir jetzt mal aus. Und zwar müssen wir jetzt zu einer Person nach Hause wahrscheinlich. Und zwar wird hier wahrscheinlich... Moment, Blaulicht machen wir mal an. Das sollte hier kein Mensch sehen. So, dann nehmen wir hier schon mal unsere Pistole. Polizei, LSPD, ist hier jemand im Haus? Also, oh, nehmen Sie mal bitte die Hände hoch und einmal bitte auf den Boden legen. Dankeschön. Schöne Lavalampe haben sie, aber deswegen bin ich nicht hier. Oh, okay. Call out complete successful. Habe ich auch noch nicht. Mrs. Polonski. So, haben sie irgendwas an sich dabei, was ich vielleicht wissen sollte? Unmarkierte Pillen und nochmal unmarkierte Pillen. Das hätte ich lieber wissen sollen. Sie sind hier mit Vorlauf festgenommen. Wie es aussieht, ist einer unserer Kollegen ein Straftäter durch die Hände gegangen. Deswegen müssen wir nicht die Ampel umfahren. Auf der Baustelle. Okay, schönen guten Tag. Nach oben. Hockt der jetzt da? Wahrscheinlich. Oder? Dürfen wir jetzt hier die Baustelle absuchen? Na, da so stelle ich eine entspannte Arbeitswoche mir zusammen. Erstmal Verstecken spielen, mitten in der Nacht, auf einer Baustelle, ist hier überhaupt nicht gefährlich. Und was macht die Dame hier eigentlich? Ich sehe ja weit und breit niemanden. Da drüben scheint auch niemand zu sein, wahrscheinlich versteckt er sich. Ey, darauf habe ich jetzt ja überhaupt keine Lust. Wo ist der her? LSPD, bitte ergeben Sie sich. Ja, wow. Da kann ich hier ja noch die ganze Nacht suchen. Ach, Herr, ich kann die nicht selber suchen. Ey. So, jetzt reicht's mir. Ich hole jetzt hier eine Luftunit. Hier wären wir ja sonst nicht fertig. Okay, hier ist wieder was auf der Map aufgetaucht. Am Eckpunkt hier des Blockes. Nee. Spinnt hier das GPS-System rum oder was ist? Hä? Also ich werde hier... Ich glaube, wir haben die Person verloren. Suspect is in Pillbox Hill. Okay, wir haben ihn doch gefunden. Oben am Maze Bank Tower an der Power Street. Da machen wir uns jetzt sofort auf den Weg. Ich dachte schon. Da vorne ist er. Ah, laufen Sie mir nicht vors Auto. So, stopp, LSPD. Ey, Mann.
Ich hab ein Auto dabei, du bist zu Fuß. Merkst du vielleicht noch was? Ja, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt kriegst du... Nee, 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 nee. So, jetzt schön liegen bleiben. Ich hab so keine Lust mehr auf dich. Ich hab jetzt wegen dir die ganze Kackbaustelle hier abgesucht. Und dann rennst du hier auf der Straße rum. Wie ich diesen Typen jetzt schon hasse. So. Oh. Muss ich mich hier auch mal wieder auf meinen Stuhl richtig setzen. So. Das soll es aber jetzt mit der heutigen Nachtstreife gewesen sein. Zum Glück haben wir den Herrn noch gefunden. Ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr keine weitere Folge GTA 5 LSPDFA mehr verpassen wollt. Und ansonsten eine Bewertung gerne da lassen, einen Kommentar auch. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.